Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount bzw. Achievement Guide präsentieren. Und zwar geht es heute um diesen schicken Elch hier. Und der schimpft sich einmal sturmberührter Brüffelelch oder Brüffelelch so rum. Und den kriegen wir über ein Achievement, das wir einmal finden unter Erkunden und dann Dracheninseln. Und hier haben wir das Achievement über die Inseln. Und dafür gibt es quasi das Mount. Das sind richtig, richtig viele Unterachievements. Teilweise gibt es für die Unterachievements auch verschiedenste Reittiere, wo ich auch schon Videos gemacht habe oder noch machen werde. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt die Sachen an. Ich werde nicht ganz im Detail auf jedes Achievement eingehen. Ich habe da auch schon ausführliche Videos zu gemacht. Aber wir gucken uns jetzt mal grob an, was wir machen müssen. Und ich würde sagen, wir starten hier direkt rein mit dem ersten Unterachievement. Und zwar weckt mich. Und dafür müssen wir auch schon einige Sachen machen im ersten Gebiet. Und zwar der Küste des Erwachens. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns die Folge mal durch. Das erste Achievement, was wir hier haben, ist einmal ein legendäres Album. Und dafür müssen wir ein paar legendäre Charaktere fotografieren während der Katalogisierungsfahrt. Und hier ist es so, dass wir erstmal was freischalten müssen. Und zwar hier im Drachenschuppen-Basislager haben wir einen Händler. Und der hat verschiedene Sachen, die wir freischalten müssen. Und zwar brauchen wir ja Katalogisierungsausrüstung. Hier gibt es dann auch die Kletterausrüstung bzw. noch viele andere Skillsachen. Das sind für so Special Features. Und dieses brauchen wir dementsprechend für diese Fahrten. Und die Fahrten an sich sind dann immer über World Quests. Ne? Hier seht ihr Katalogisierungsfahrten. Ihr braucht in jedem Gebiet verschiedenste Fahrten. Aber wie gesagt, da habe ich auch schon ein Video zu den legendären Charakteren gemacht. Dann haben wir als nächstes Bergführer. Dafür müssen wir 10 Kletterwände abschließen. Und auch dafür müssen wir hier quasi was skillen bei dem Typen. Und dann sind es ebenfalls wieder World Quests. Und da müsst ihr dann dementsprechend einfach immer so Wände hochklettern, ja. Jetzt muss ich mal gucken, da haben wir nochmal eine Katalogisierungsfahrt. Banner platziert, also da gibt es dann verschiedene... Ah, hier, genau, Kletterausrüstung erhalten. Und da könnt ihr quasi immer diese Achievements machen. Dann haben wir hier Drachenschuppen-Expedition, die höchsten Gipfel. Und dafür müssen wir 10 Flaggen platzieren. Es gibt, glaube ich, insgesamt mehr, sogar 20. Da braucht ihr eine gewisse Ruhmstufe bei der Drachenschuppen-Expedition. Und dann könnt ihr auf den hohen Gipfeln, hier in der auf den kompletten Dracheninseln, so Flaggen anklicken. Da gibt es auch Ruf für. Und was ich dafür empfehlen kann, ist das Add-on Handy Notes. Das zeigt euch die alle an. Oder ihr guckt mein Video, da bin ich auch quasi alle abgeflogen und zeigt das, ja, wo die ganzen Spots sind. Als nächstes haben wir dann Abenteurer der Küste des Erwachens. Und ja, das ist relativ selbsterklärend. Da müsst ihr einfach 10 von diesen besonderen Begegnungen, also den Rares, quasi umhauen. Es gibt, wie ihr seht, wirklich einige und da müsst ihr wirklich nur einen Bruchteil von machen. Dann haben wir noch gute Schüsse ohne Ende. Und für das müsst ihr einfach 100 gute Schüsse hinkriegen. Und zwar auch bei diesen Katalogisierungsfahrten. Ich glaube, einen guten Schuss kriegt ihr, indem ihr die Mobs komplett mittig trefft, meine ich. Also ich habe das einfach automatisch gekriegt, wie das genau gewertet wird, wann es ein guter Schuss ist, weiß ich nicht. Aber das kam automatisch, wenn ihr ein paar von den Fahrten mitnimmt. Dann haben wir noch, wie sind die denn hierher gekommen? Und dafür müsst ihr einfach in den Kletterwänden 10 verlorene Vorräte einsammeln. Und ja, das ist relativ selbsterklärend, wenn ihr so eine World Quest mit Kletterwänden habt, könnt ihr dementsprechend so kleine Beutelchen aufsammeln und die ticken dann hoch. Soweit ich weiß, kann man das sogar auch beschleunigen, indem man in den Schlachtzug geht und immer wieder dieselben Sachen auch einsammeln. Da kann man dann noch mehrmals klicken, aber ihr braucht eh nur 10, also es geht relativ zügig. Als nächstes haben wir noch gut versorgt und dafür müssen wir einfach die ganzen Skillpunkte bei dem Talentbaum hier hinten freischalten. Und da brauchen wir halt einfach diese Grundressourcen, ne? Also hier Vorräte der Dracheninseln. Und ich meine auch, du brauchtest einen gewissen Ruhm, um manche Sachen zu skillen. Bin mir da jetzt aber nicht mehr so hundertprozentig sicher, aber ihr müsst ja eh die Fraktion auf Max kriegen für das andere Achievements. Und als letztes haben wir dann noch Schätze der Küste des Erwachens. Und hierfür müsst ihr einfach alle Schätze einmal finden. Auch dazu habe ich, wie eingangs erwähnt, schon ein Video gemacht. Beziehungsweise, was ihr natürlich auch nehmen könnt, ist Handy Notes. Das zeigt euch das auch noch schön auf der Map an. Und ja, damit haben wir dann auch das Meta-Achievement hier einmal durch. Dann gucken wir uns das nächste Achievement an. Und zwar haben wir Hermet der Genährten. Und dafür gibt es wieder ein Mount.
einmal dieses Mammut, auf dem ich gerade mich befinde. Und hier müssen wir einen Haufen Achievements erledigen, und zwar im Azurblauen Gebirge, beziehungsweise bei den Tuska von Iskara. Das erste Achievement, was wir haben, ist Suppenaufseher. Und dafür müssen wir 100 Aufgaben beim gemeinsamen Festmahl in Iskara abschließen. Zufällig sind wir da schon. Und hier sehen wir einen Marker auf der Map. Und da seht ihr, wann das Festmahl beginnt. Bei mir jetzt in einer Sekunde. Und ja, wenn das Event beginnt, dann könnt ihr euch hier bei dem Suppentopf quasi rumstellen. Und ja, bei einem kleinen Event mitspielen. Und da müssen wir dann quasi Aufgaben abschließen. Es gibt auch eine Weekly Quest für, also die kann man theoretisch auch am besten gleich mitnehmen. Dann haben wir hier gemeinsame Angelplätze. Und dafür müssen wir den Zugang zu allen geheimen Fischschwärmen freischalten. Und zwar ist das Lavaplätze, dann Hochland und Eisplätze. Und ich meine, wenn ich mich jetzt da recht entsinne, dass man eine gewisse Ruhmstufe brauchte, um das freizuschalten. Zum Beispiel hier mal Lavafischen bei Ruhmstufe 15, ne? Und so weiter. Also, aber ihr müsst ja eh wieder die ganzen Fraktionen hier auf Max Ruhm kriegen für auch weitere Achievements. Also da könnt ihr das nebenbei mitnehmen. Dann haben wir hier, wir werden eine größere Harpune brauchen. Und dafür müssen wir 25 riesige Oschis bei den großen Fischsichtungen entdecken. Und diese großen Fischsichtungen, die seht ihr auf der Map. Und zwar sind, glaube ich, jede Woche zwei von diesen Angelloch-Geschichten am Start. Und da gibt es dann immer so einen, ja, so einen großen Pfosten. Und da könnt ihr so Muscheln reinschmeißen und diese Oschis dann damit anlocken. Und die großen braucht ihr halt. Das könnt ihr auch in der Gruppe oder in einem Raid machen. Da gibt es quasi Gruppen, die schimpfen sich irgendwas mit Lunker, quasi im Englischen. Und ja, mit denen könnt ihr die holen. Aber wie gesagt, ich habe da auch schon ein ausführlicheres Video zu gemacht. Dann haben wir hier noch Abenteurer des Azurblauen Gebirges. Und hier ist es so, dass wir dementsprechend einfach wieder Rares umklopfen müssen. Und dafür braucht ihr insgesamt 10 von, weiß nicht, es sind wahrscheinlich über 30 oder fast 40, die hier zur Auswahl stehen. Als nächstes haben wir dann hier Rache warm serviert und dafür müssen wir eine legendäre Suppe kochen und Biscuit oder Biscuitius oder wie der auch immer heißt umhauen. Und ja, wie schafft ihr das? Ihr müsst quasi mit möglichst vielen Leuten hier bei dem Suppen-Event sein und sehr viele Aufgaben einfach erfüllen. Wenn ihr dann hier eine bessere Qualitätsstufe erreicht, ne, bis legendär geht's hoch, dann kommt quasi der Boss und den klopft ihr um. Mehr ist es tatsächlich nicht. Dann haben wir hier von der Natur nehmen. Und dafür müssen wir 5 verschiedene Fischernetze an den Angellöchern der Tuska freischalten. Und hier ist es so, dass ihr bei den Angellöchern immer so ein Netz auswerfen könnt. Und das müsst ihr halt quasi erst einmal reparieren. Und soweit ich weiß, ist hier ein Angelloch. Dann war, kann hier oben eins sein. Ich meine, hier waren nochmal einzelne Lava. Ah, schau mal, das ist auch gerade ab. Und in Tal Drassus, meine ich, war hier oben nochmal eins, beziehungsweise hier kann, glaube ich, auch irgendwo noch ein Angelloch sein. Und da hast du diese Netze, ne? Aber auch dafür habe ich schon einen ausführlicheren Guide erstellt. Dann haben wir noch in den blauen Bergen reisen wir. Und dafür müssen wir jede Menge Sidequests abschließen. Und das ist hauptsächlich im Lager Antonidas, Iskara und 3 Feller Unterblick. Und ja, die findet ihr auch, wie gesagt, mit All the Things ist da eine gute Option. Da kann man so Sidequests relativ gut ausfindig machen. Und das letzte Achievement, was wir haben, ist einmal Schätze des Azurblauen Gebirges. Und hier haben wir insgesamt 6 Schätze, die ihr hier sammeln müsst. Dafür kann ich euch auch mein Video empfehlen. Da bin ich quasi alle einmal abgeflogen. Beziehungsweise ihr könnt euch natürlich auch wieder Handy-Notes holen. Die zeigt, das Addon zeigt das auch relativ schön an. Dann schauen wir uns das nächste Meta-Achievement an, im über die Inseln. Und zwar haben wir hier Zentau der Aufmerksamkeit. Und auch da sind es wieder insgesamt 8 Achievements. Und es gibt hier auch einen Mount. Das ist hier diese Donnerechse, wie ihr seht. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal die einzelnen Achievements an. Dann schauen wir uns gleich mal das erste Achievement an. Und zwar haben wir hier Jagdmeister. Und dafür müssen wir alle großen Jagden auf den Dracheninseln abschließen. Und die großen Jagden seht ihr dann, wenn ihr ein bisschen Ruf bei den Zentauren schon erwirtschaftet habt, hier auf der Map. Da haben wir diese große Jagdtruppe und ja, die sind immer, ich meine, 2 Stunden in einer Zone und dann switchen sie weiter in die nächste. Und die rotieren halt immer weiter an verschiedenen Spots. Pro Zone gibt es ein paar Spots und ihr müsst halt an jedem Spot so eine Jagd quasi einmal abschließen, um dementsprechend das Achievement dann abzuhaken.
Dann haben wir als nächstes der Beste meines Fachs. Und dafür müssen wir 30 Bosse bei den großen Jagden töten. Bei diesen großen Jagden hat man dann immer verschiedene Aufgaben. Zwischendrin sind immer Bosse und am Ende ist, glaube ich, auch immer ein Boss, den man töten muss. Und dementsprechend kriegt man die 30 relativ schnell voll. Dann haben wir als nächstes 4 Farbenfreund. Und dafür brauchen wir Farben für unseren Barker bzw. Onara-Begleiter. Das sind so Mobs, die man dann mitnehmen kann. Und die Farben gibt es am Ende, wenn man so eine Jagd abschließt, gibt es immer einen Beutel. Am Anfang ist es, glaube ich, ein epischer, dann ein blauer und dann sind es grüne Beutel. Und da können halt dementsprechend diese Farben drin sein. Teilweise sind manche schon relativ selten. Als nächstes haben wir dann Abenteurer der Ebene von Onara. Und das ist ein Achievement, wo wir dementsprechend 10 Rares umhauen müssen. Die sind alle hier in den Ebenen von Onara. Und ihr seht, es sind deutlich mehr Rares, als man braucht fürs Achievement. Als nächstes haben wir hier Ausdauernder Jäger und dafür müssen wir 100 Jagdfortschritte abschließen. Heißt, ich meine, jeder Unterabschnitt in den Jagden, ne, hat da einmal gezählt. Es sind 6 verbleibende Jagden, also 6 Jagden sind insgesamt, 1 von 6, wie ihr hier seht. Und pro Jagd habt ihr quasi 6 Abschnitte. Ne? Also könnt ihr euch selber ausrechnen, die 100 geteilt durch 6, wenn ihr immer die volle Jagd mitnehmt, müsst ihr dann an Jagden abschließen. Als nächstes haben wir dann der missmutige Jäger und das sind nochmal alle Jagden, die wir vorhin schon einmal hatten beim Abschließen. Und hier ist es jetzt so, dass man immer so einen Jäger finden muss, den muss man einfach anklicken. Die sind an verschiedensten Spots und dazu habe ich auch schon ein Video erstellt, wo man die genau findet. Dann haben wir als nächstes so ein lieber Barker und für das Achievement müssen wir in der Ebene von Onara alle möglichen Hunde streicheln. Also es sind wirklich viele Hunde und auch dazu habe ich ein Video erstellt, beziehungsweise im Handy Notes müsstet ihr die auch relativ gut finden können. Und zu guter Letzt haben wir hier ein Schätze-Achievement und zwar Schätze der Ebene von Onara und da müsst ihr insgesamt 6 Schätze finden. Auch hier, wie gesagt, auch dafür habe ich ein Video erstellt, beziehungsweise ihr könnt wiederum Handy-Notes nutzen, um die Dinger zu finden. Und ja, damit müssten wir bei dem Achievement alle abgeschlossen haben. Dann schauen wir in das nächste Meta-Achievement rein und zwar haben wir jetzt Kampfclub. Und das sind jetzt die Achievements hier rund um Taldrassus bzw. die Fraktion Waldrakenabkommen. Da würde ich sagen, gucken wir uns die einzelnen mal an. Sind insgesamt 11 Stück. Als erstes haben wir jetzt hier Belagerung der Drachenfluchfestung. Und ja, das ist eine relativ basic Sache. Ihr müsst halt einfach hier das Event spielen bei der Drachenfluchfestung. Da habt ihr auch einen Timer dran, wann das Event beginnt. Und dann müsst ihr es halt einfach einnehmen. Und es endet, dass ihr hinten quasi den Boss tötet. Dann das zweite Achievement ist hier Belagerung der Drachenfluchfestung und dafür müssen wir 3 Darajin-Tafeln finden und die liegen einfach alle auch in dem Bereich da unten rum an der Festung. Auch dafür habe ich ein Video erstellt, falls ihr die nicht findet. Dann haben wir hier Obsidian-Schlüsselmeister und dafür müssen wir 30 Obsidian-Schlüssel an Personen um die Obsidian-Zitadelle abgeben. Und ja, die Obsidian-Zitadelle ist hier ein bisschen über der Drachenfluchfestung, das ist hier oben. Da könnt ihr euch zwischen Sebalian und Furion entscheiden. Und dann gibt es auch noch ein paar andere NPCs, die Schlüssel annehmen. Die Schlüssel könnt ihr bauen aus 2 Komponenten, die aber von den kompletten Mobs hier droppen. Also einfach Mobs grinden und dann die Schlüssel abgeben. Dann haben wir als nächstes Bitteschön Welpe. Und dafür müssen wir alle möglichen Quests an dem Spot Krippe Kleinschuppe absolvieren. Und das ist quasi hier, Krippe Kleinschuppe. Ihr müsstet mit eurem Char einen kleinen Welpen bei euch rumfliegen haben, der euch die erste Quest gibt, da hinzugehen. Und dann gibt es jeden Tag oder alle paar Tage hier neue Quests zu absolvieren. Und wenn ihr die komplette Questreihe durch habt, habt ihr halt das Achievement. Mehr ist es tatsächlich nicht. Als nächstes haben wir Hey Welpenbetreuung und dafür müssen wir 5 frisch geschlüpfte Welpen quasi versorgen. Und soweit ich das noch auf dem Schirm habe, war das so, dass man, wenn man diese Questreihe lang gespielt hat, dass man immer ein neues Ei bekommen hat und quasi immer mehr von den Welpen hier an der Krippe Kleinschuppen bekommt. Dementsprechend, wenn ihr die Questreihe macht, müsstet ihr das Achievement hier auch mitbekommen. Das nächste ist dann wieder relativ basic und zwar haben wir einmal Schätze von Taldrassus und das sind insgesamt 6 Schätze, die ihr finden müsst in Taldrassus. Da kann ich euch im Handy Notes empfehlen oder ihr schaut meinen Videoguide, da bin ich die Dinger auch einmal abgeflogen.
Dann haben wir hier oben das Achievement Belagerung der Drachenfluchfestung Snack-Angriff. Und dafür müssen wir in der ersten Phase von dem Szenario Belagerung der Drachenfluchfestung quasi 20 Snacks an Böff verfüttern. Und Böff ist so ein Frosch, mit dem ihr am Anfang hier mitlaufen könnt. Also man startet hier oben, dann läuft man hier so lang und dann könnt ihr so Sachen anklicken und ihm verfüttern. Ich weiß gar nicht mal, was das für Viecher waren, aber irgendwas konnte man dann quasi ihm hinschmeißen. Und das könnt ihr aber auch in verschiedensten Tries angehen. Also ihr müsst da nicht in einem Try quasi 20 machen, sondern ihr könnt halt jedes Mal 1, 2, 3 mitnehmen und das Ding halt öfter spielen. Dann haben wir als nächstes doppeltes Spiel. Und da müssen wir dafür sorgen, dass wir auf jeden Fall gewinnen und diese Obsidian-Schlüssel an jede dieser Personen geben. Und das sind halt Sebalian, Furorion, Schmiedemeister und Igis. Und das sind halt die vier Mobs, wo ihr die Schlüssel abgeben könnt. Ne? In der Drachenfluchfestung ist es so, dass ich meine, Furorion stand hier unten, Sebalian stand hier oben. Dann haben wir den Schmiedemeister, der steht hier hinten. Und irgendwo, ich meine, hier oben steht Igis oder wie der heißt. Und die Schlüssel kriegt ihr, indem ihr die Mobs umhaut und zwei Komponenten zusammenfügt. Ne? Also mehr ist das tatsächlich nicht. Dann haben wir noch Obsidian-Champion. Und dafür müssen wir vier besondere Begegnungen abschließen. Das sind einfach Rares bzw. Rare-Events, auch hier unten an der Obsidian-Zitadelle. Ne? Da könnt ihr auch das bei Handy-Notes ganz gut sehen mit den Totenköpfen. Dann haben wir hier noch Krippenkarambolage. Und dafür müssen wir an allen vier Rennen teilnehmen. Und die Rennen, die starten bei der Krippe Kleinschuppe immer hier. Bei dem Kollegen war das, glaube ich. Genau, dann kann man die Rennen starten. Da fliegt man immer einen von den fünf Welpen, die man ja ausgebrütet hat über die Quest. Also ihr müsst quasi die Questreihe machen, die Welpen ausbrüten. Und dann kriegt ihr erst diese Rennen. Und ihr kriegt dann immer besondere Fähigkeiten. Fürs Achievement müsst ihr quasi nur einmal teilnehmen und nicht besonders gut sein bei den Rennen. Gut, und dann haben wir das letzte Achievement, und zwar Abenteurer von Taldrassos, und das ist wieder eine relativ basic Sache. Ihr müsst halt einfach 10 von den unten aufgelisteten besonderen Begegnungen, also von den Rares, unboxen, und da sind es auch wieder um einiges mehr, als es im Achievement gibt. Also ihr müsst halt nur 10 killen, ne, und es gibt halt um einiges mehr so rum. Dann schauen wir uns das nächste Meta-Achievement an, und zwar haben wir hier noch Sperrstunde. Und das sind jetzt hauptsächlich Achievements hier bei den Zeitwandlern. Und da würde ich sagen, schauen wir uns mal die 8 Erfolge an. Der erste Erfolg ist einmal hier, wir machen die Zukunft. Und dafür müssen wir Folgendes machen. Tötet jedes der Monster der Primalisten im Zorn des Sturms in der Zukunft der Primalisten. Und da müssen wir einmal durch ein Portal, das ist hier oben auf den Koordinaten 59, 82. Und dann könnt ihr hier das Portal aktivieren. Das habt ihr aber nur, wenn ihr hier die Zone auch durchquestet. Ne? Also das müsst ihr natürlich vorher machen, sonst könnt ihr das nicht. Und hier beginnt dann ein Event, was ihr spielen könnt. Aktuell ist es, so wie ich es sehe, nicht aktiv. Da müsst ihr dann hier so mehrere Portalmobs quasi Mobwellen töten. Und dann spawnt am Ende ein Boss und ihr müsst halt diese ganzen Bosse quasi killen. Ja. Aber dazu habe ich auch nochmal ein ausführlicheres Video gemacht, wie dieses Event hier funktioniert, falls ihr da noch Schwierigkeiten habt. Dann haben wir als nächstes Chronograd-Chronoisseur. Und dafür müssen wir in den Zeitrissen quasi die jeweiligen Endbosse töten. Ne? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und die Zeitrisse finden immer hier unten statt. Ihr seht hier auch einen Timer. Das war, jetzt muss ich gerade überlegen, das war immer zur vollen Stunde müsste das sein. Und wenn ihr am Anfang dieses kleine Event spielt, ne, könnt ihr am Ende dann einmal ein Portal betreten. Ich glaube so um die 10 Minuten oder so, nachdem das Beginn-Event gestartet ist. Und wenn ihr den Boss umhaut, dann könnt ihr dementsprechend einen hier abhaken. Und ihr müsst halt alle von den Bossen einmal töten. Mehr ist es nicht. Als nächstes haben wir das Achievement Winzige Menagerie. Und dafür müssen wir insgesamt 6, 7 Pets besorgen aus den Zeitrissen. Die können da, wenn dann, droppen. Oder wenn ihr Pech habt, die Händler, wo ich jetzt vorher stand, hier unten, da könnt ihr euch die auch kaufen. Ne? Also ihr kriegt, während ihr die Zeitrisse spielt, auch Währung. Und über die Währung könnt ihr euch die kaufen oder die droppen. Dann müsst ihr halt gucken, wo ihr die schneller herkriegt. Dann haben wir als nächstes gesichert und geladen. Und dafür müssen wir eine Reihe von Waffen während den Zeitrissen abfeuern. Und ja, während hier die Zeitrisse am Start sind,
gibt es bei bestimmten Zeitrissen, also ich habe ja vorhin erklärt, das sind verschiedene Angriffe in Anführungszeichen, sind dann Waffen, die auf dem Boden liegen, die könnt ihr anklicken und die müsst ihr einfach einsetzen. Ja? Ich meine, das wurde so auf der Minimap auch angezeigt, wo diese Waffenbehältnisse sind, dass ihr die einfach alle einmal durchprobiert und dann kriegt ihr das Achievement. Dann haben wir als nächstes Dämmerung des Ewigen, Galakrons Sturz. Und dafür müssen wir einfach quasi Iridikon in der Dämmerung des Ewigen töten. Das ist das Mega-Dungeon, was hier oben ist. Und dafür müsst ihr einfach den Boss umhauen. Da müsste es sogar auch gehen, dass ihr HC queued im Dungeon-Browser. Also da müsst ihr theoretisch nicht mehr das ganze Mega-Dungeon durchmachen. Weil es jetzt gerade gut passt, nehmen wir das andere auch noch mit. Dämmerung des Ewigen, Murusuns, irgendwas. Dafür müsst ihr quasi Deos töten, also den richtigen Endboss, also den zweiten Teil. Also wenn ihr das Mega-Dungeon lauft, kriegt ihr beide Bosse. Wenn ihr jetzt quasi HC oder M-Plus macht, ne, dann ist es so, dass ihr beide Teile laufen müsst. Dann haben wir als nächstes geprüfter Zeitreisender und hierfür müsst ihr einfach einen Zeitriss abschließen. Das macht ihr, indem ihr den Boss am Ende tötet, aber ihr braucht ja eh alle Bosse, deswegen ist das eigentlich schon mit inbegriffen. Als nächstes haben wir hier Tu nur meine chronologische Pflicht und dafür müssen wir Folgendes machen. Schließt während Zeitrissen 100 Aufgaben für Soridormi ab. Und die Aufgaben könnt ihr immer in der ersten Phase abschließen, indem ihr quasi hier außen rumlauft. Ihr kriegt dann immer eine Aufgabe, tötet irgendwelche Mobs, klickt irgendwas an. Da müsst ihr 100 Stück machen. Und der zweite Teil ist ja immer da, wo das Portal kommt und ihr dementsprechend den Boss töten könnt. Dann haben wir hier noch das Achievement Kollabierte Realität. Und dafür müssen wir in einem einzelnen Zeitriss quasi 7500 Temporalessenz erlangen. Und wenn ich mich jetzt richtig entsinne, war das so, wenn der Zeitriss startet in der ersten Phase, habt ihr oben einen Balken und abhängig davon, wie weit ihr mit den kompletten Leuten, die bei eurem Zeitriss dabei sind, den Balken auffüllt, kriegt ihr halt einen besseren ja, Belohnungssack. Und ich meine, die 7500 war der maximale Sack, also dass man es auf epischer Qualität hat. Heißt wiederum, wenn ihr da das komplett auffüllen wollt, sollten da ein paar Leute sein, sonst wird es halt schwierig, wenn ihr es alleine macht. So, dann haben wir noch das letzte Achievement und das heißt einmal, ob groß, ob klein Eichhörnchen sein ist fein. Und dafür müssen wir Folgendes machen. Antwortet auf Sostormis Bitte, das flauschige Fell zu streicheln, das ihr vom Zeitriss erhaltet habt. Das war, meine ich, so, einer von diesen Zeitrissen hatte ein Item, das man looten konnte, beziehungsweise anklicken konnte, wo man so ein weiches Fell gekriegt hat und dann muss man zu Stormy hinlaufen und so einen Dialog auswählen. Und dann gibt es das Achievement. Aber wenn ihr das nochmal genau sehen wollt, da habe ich auch ein Video zu gebastelt. So, dann haben wir die großen Zonen-Achievements erstmal durch. Jetzt schauen wir uns mal noch ein bisschen was Kleineres an. Und zwar haben wir hier das Achievement Nichts hält die Forschung auf. Und dafür müssen wir einen Mob umhauen im Ereignis Forscher unter Feuer. Und zwar den Hauptmann Rikal. Und ja, das ist jetzt eine relativ einfache Sache. Ihr müsst in die Zaralek höhlen und hier unten ist, ich glaube, immer zur vollen halben Stunde, ne, ein Event, das heißt Forsch unter Feuer und ganz am Ende kommt ein Boss und das ist halt dieser Rikal-Kollege, den haut er halt einfach um. Mehr ist es tatsächlich nicht. Dann haben wir hier das Achievement Traumformer und das ist auch wieder nur eins, also kein Meter. Und dafür müssen wir die Quest den Traumsprung Formen abschließen. Und den Traumsprung habt ihr immer quasi in einer von den vier Base-Zonen. Und das seht ihr hier, da haben wir Traumsprung. Und hier ist es so, dass ihr eine Weekly-Quest habt, den Traumsprung formen. Und die müsst ihr einfach abschließen. Da gibt es dann auch ja, quasi die Hauptbelohnung vom Traumsprung. Dann haben wir jetzt hier noch durch Flammen und Asche. Das ist auch wieder eine relativ einfache Angelegenheit. Schließt die Quest Durchdringungslager ab. Und das Durchdringungslager habt ihr an zwei Spots. Und zwar kann Sven dann hier oben sein, in der Ebene von Onara, etwa auf den Koordinaten 74, 69. Oder es ist quasi hier im Azurblauen Gebirge auf den Koordinaten 57, 31. Das seht ihr aber auch hier mit diesem großen Symbol Führerangriff. Und da müsst ihr einfach die Quests an dem Durchdringungslager abschließen. Dann schauen wir uns noch den letzten Punkt an, und zwar in den Sturm. Und da gibt es auch wieder einen Haufen Unter-Achievements und nochmal weitere Unter-Achievements. Und ich würde sagen, da gucken wir uns jetzt mal an, was wir so machen müssen. Gut, dann schauen wir ins erste rein. Und zwar haben wir Sturmjäger.
Und ihr seht schon, bei Sturmjäger haben wir auch wieder insgesamt 4 Unterachievements. Und zwar, das ist jede Zone einmal. Küste, Azurblaues Gebirge, Taldrassus und Onara, das sind die 4 ursprünglichen Zonen. Und wenn wir jetzt hier in die Küste klicken, dann haben wir nochmal 3 Unterachievements. Und zwar ist es dann einmal Gewitter, Sandsturm, Schneesturm und Feuersturm. Und wenn wir dann hier reinklicken, dann müssen wir quasi an der Küste des Erwachens während eines Sturmereignisses quasi 200 von den Kreaturen umklopfen. Beziehungsweise während des Sturmereignisses an der Küste des Erwachens Kreaturen, die Elementarluft ermächtigt sind. Genau. Und diese Events kann ich euch jetzt mal zeigen. Die seht ihr auf der Map. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade hier eins, Elementarsturm. Oder wir haben jetzt aktuell, ne, da ist nix, aber hier haben wir nochmal einen Erdsturm und die müsst ihr immer suchen und da halt einen Haufen Viecher umklopfen. Das Ding ist, ihr müsst quasi in jeder Zone alle 4 Elemente machen. Also es sind einige Achievements, ne? 4, 8, 12, 16 Unterachievements sind es für jede Zone. Und da müsst ihr halt immer ein bisschen warten, bis der richtige Sturm in der richtigen Zone ist. Und was ich euch empfehlen kann, ist auf WoW Head hier, hat man eine Übersicht, welcher Sturm gerade aktiv ist, ne? Auch welcher quasi von welcher Art der da ist und wann die nächsten Stürme kommen, dann könnt ihr euch so ein bisschen drauf einstellen. Das kann halt schon ein paar Tage oder auch teilweise 1-2 Wochen oder länger dauern, bis ihr alle Stürme mal habt, weil die halt immer random ein bisschen rumswitchen und ja, dann kann es halt sein, dass ihr den Feuersturm in Taldrassus braucht und dann kommen ewig immer die falschen in den anderen Zonen. Also das ist halt, ja, sind ein Haufen Achievements, müsst ihr aber einfach nur Mobs umklopfen und das Beschissenere ist halt abzuwarten, bis der richtige Sturm kommt. Als nächstes haben wir da Elementarüberladung und dafür müssen wir 5000 Einheiten Elementarüberfluss holen. Den Elementarüberfluss kriegt ihr von den Mobs in den Stürmen, ne? Heißt, wenn ihr in jeder Zone quasi 200 mal die 4 verschiedenen Events gemacht habt, müsstet ihr eigentlich fertig sein. Wenn ihr es nicht habt, könnt ihr noch mehr farmen. Oder alternativ kriegt ihr auch ganz gut hier in diesem ja, Gewölbe relativ viel von den Elite-Mobs. Die kann man mittlerweile relativ easy auch solo umhauen. Also da könnt ihr es auch farmen. Aber ihr müsst ja eh erstmal die ganzen Elementarstürme in verschiedensten Versionen quasi ja, spielen. Und dementsprechend werdet ihr es wahrscheinlich da eh zusammenbekommen. Dann haben wir als nächstes vom Sturm verweht. Und dafür müssen wir dann 8 besondere Kreaturen in den Sturmereignissen töten. Und ja, das in den Stürmen spawnen immer mal wieder ein paar Rares. Und die Rares müsst ihr halt umhauen. Ja, mehr ist es nicht. Ihr braucht nicht alle. Insgesamt sind es 8. Und übrigens ist es so, dass die immer einer bestimmten Art zugeordnet sind. Zum Beispiel Crystallus ist, glaube ich, ein Frostmob. Der kommt halt nur in der Schneeinvasion. Infernus ist ein Feuermob. Der kommt halt nur in der Feuerinvasion und so weiter. Ne? Also die sind halt gewissen Invasionen zugeordnet. Aber ihr müsst nicht genau wissen, welcher an welcher ist, weil ihr habt dementsprechend eh einen Haufen mehr als die 8, die ihr hier killen müsst. Und wenn ihr alle Invasionen einmal abklappert für die 200, dann solltet ihr die eigentlich nebenbei bekommen können. Und als letztes haben wir dann Sturm auf dem Laufsteg. Und dafür müssen wir ein Rüstungsset der Urstürme holen. Und ja, da gibt es verschiedene Varianten. Was halt am einfachsten ist, wenn ihr sowieso die Urstürme farmt, ist, dass ihr einfach die 5000 Elementarüberfluss, die ihr eh farmt, dementsprechend hier einfach für diese Items ausgibt. Ja, braucht ihr immer 200 pro, heißt die 5000 müssten einfach reichen, dass ihr ein komplettes Set zusammenkriegt. Es gibt auch andere Sachen, ich meine das PvP. Set, also das Open World PvP Set, das müsste das hier auch erfüllen und eins vor andere gibt es dann auch noch zusätzlich, aber wie gesagt, kauft euch einfach das und dann seid ihr da auf der sicheren Seite mit. So, dann sind wir damit mit allen Erfolgen durch und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart, euer Tela, bis zum nächsten Mal, ciao!